Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Videochannel Borgi-Flieger. Tja, lange habt ihr von mir nichts gehört, mich gibt es aber immer noch und ich betreibe auch dieses Hobby immer noch. Nur mit den Videos ist es in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden, aber sei es drum, ich habe wieder eine Neuigkeit und zwar wurde ich angerufen von einem RC-Piloten. Er wollte in diesen finsteren Wintermonaten einfach zu Hause an seinem PC an einem Simulator in Verbindung mit seiner Fernsteuerung ein wenig üben. Und er wollte von mir wissen, welche Technik ich einsetze. Wie die Überschrift vermuten lässt, setze ich den RX2 SIM ein. Relativ lange schon. Und tja, weitere Details gibt es nach dem Intro, wie immer. So, liebe RC-Freunde, ja, so sieht das gute Stück aus, was ich euch empfehlen kann. Das ist der RX2 SIM von dem Hersteller RCWare. Warum mache ich ein Video dazu? Ganz einfach, vor einigen Wochen hat mich jemand angerufen, ich glaube, das sind vor 14 Tagen war das sogar erst gewesen, hat mich jemand angerufen, gefragt, hey, wie sieht es aus, Borgi-Flieger, wie kann ich meinen Flugsimulator mit meiner Fernbedienung verbinden und geht das überhaupt? Natürlich geht das. Und zwar habe ich vor einigen Jahren ein Video produziert über den SimStick Pro. Da habe ich ein ausführliches Video zusammen mit meinem Sohnemann erstellt, wie das Ganze funktioniert. Diesen SimStick Pro betreibe ich selber nicht mehr, weil es mittlerweile etwas Neueres gibt, und zwar diesen RX2 SIM von RCWare. So sieht das gute Stück aus. Ich will es nochmal kurz in der Kamera halten. Mal gucken, ob mein Fokus jetzt ein bisschen pfiffiger ist. So sieht er aus. Ne? Also, hat einige Anschlüsse. Ich zeige das mal kurz hier in der Kamera. Hinten ein USB-Port und hier oben kommt so ein Klinkenstecker rein. Das Ganze, diese Seite ist eigentlich für die Programme gedacht, die einen Dongle benötigen. Darüber kann man diesen Dongle betreiben. Ansonsten haben wir hier oben einen Drucktaster. Damit kann ich die verschiedenen Modis hier einstellen, die hier über LED angezeigt werden. Hier unten sind die Anschlüsse von dem guten Stück. Auch hier dieser weiße Port, der ist extra für Spektrumempfänger gedacht. Und alles andere kommen hier vorne in diesen schmalen Schlitz eingesteckt. Zu diesem schmalen Schlitz oder zu dieser ganzen Verkabelung gehört noch so, kommen noch diese beiden Kabel dazu. Einmal dieses große hier, dieses Patchkabel nenne ich es mal für die Empfänger. So ein Kabel ist das, das kommt dabei, hat hier hinten am Ende diese klassischen Stecker. Was ihr hier seht, dieses hier in der Mitte, das ist im Übrigen mein Yeti-Empfänger. Ich habe dieses Yeti-System bei mir im Anschlag und dieses hier ist ein sogenannter Indoor-Empfänger von Yeti. Solche günstigen Empfänger gibt es bei allen Herstellern unterschiedlichster Couleur. Diese Empfänger sind günstig, weil sie eigentlich nur für Indoor gedacht sind, also eine sehr geringe Sendeleistung oder Empfangsleistung haben. Und diese reicht mir völlig aus in meinen vier Wänden, 1,50 Meter vom Computer entfernt. Das ist die allergrößte Entfernung, die ich wahrscheinlich betreibe, vielleicht vom Fernseher. Das Ganze betrieben, sitze ich in 3 Meter Entfernung, ist immer noch top für so einen Empfänger. Das ist ein, wenn wir schon mal dabei sind, ein Yeti R7 Empfänger, also 7 Kanal, reizt diesen RX2 SIM völlig aus. Ich glaube, mehr wie 7 Kanäle geht nicht. Hier steht zwar 8 Kanäle, 8 drunter. Das heißt, vielleicht sind es sogar 8 Kanäle. Kann ich euch jetzt an dieser Stelle gar nicht so genau sagen. Müsste ich vielleicht mal hier im Video gleich einblenden, müsste ich mal kurz nachschauen. Das soll ja auch ein schnelles Video sein. Also, ich habe einen sogenannten R7 Indoor-Empfänger angeschlossen von der Firma Yeti. Bei Spektrum heißen die etwas anders, bei Futaba heißen sie auch wieder anders. Also wie gesagt, einen Indoor-Empfänger, weil es günstiger ist. Ich habe das direkt über diese Kanäle gemacht. Es besteht natürlich, und dieses Kabel würde dann halt hier eingesteckt werden. So, hier käme das so rein und schon wäre das gute Stück jetzt mit dem Empfänger verbunden. Natürlich müsste auch Kanal 1 rein, denn der sorgt grundsätzlich für die Stromversorgung. Da muss man ein bisschen auf die Polung achten. Das heißt, dann käme der jetzt hier so rein. So, so schaut das Ganze aus. Hier die 1 und 2, das ist die beiden, das sind die Stromversorgungskabel, die dieses Teil hier im Übrigen, glaube ich, über dieses Teil den Empfänger mit Strom versorgen, ganz wichtig, weil irgendwoher muss er auch seinen Saft kriegen.
Also dieser Stecker, dieser erste Stecker muss unbedingt drauf, um den Empfänger mit Strom versorgen. Und dann diese erste orange Leitung ist dann das erste Datensignalleitung für den Kanal 1. Und dann reihen sich alle anderen hinten dran. Das heißt also, theoretisch hätte ich dann bis zu 8 Kanäle. Okay, das heißt, so viele Kanäle kann dieser dann unterstützen. Ja, müsste 8 Kanäle sein, steht drauf, also wird es so sein. So habe ich das Ganze verbunden. Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel den Next betreibt, dieses hier abzulassen, wenn euer Empfänger dann ein Summsignal oder sich eine digitale Verbindung herstellen kann, dann könnt ihr das auch so machen. Dann müsst ihr nur hier oben entsprechend das passende Protokoll einstellen, also AUX, PPM, SR, XL oder S-Bus. Ja. Bei Futaba weiß ich wohl, das ist, soviel ich weiß, S-Bus dann. Ne, bei Yeti müsste ich, glaube ich, auf PPM gehen. Ich mache das allerdings nicht. Ich mache das klassisch hier über diese einzelnen vielen Kanäle. Warum mache ich das? Ganz einfach, funktioniert am einfachsten. Ne, wahrscheinlich das andere funktioniert genauso. In diesem Fall würde man dann auf den Modus Lila gehen, denn der Lila-Modus ist im Prinzip nichts anderes wie dieses Teil gaukelt dem Betriebssystem einen Joystick vor mit den Funktionen dieses Empfängers letztendlich oder der hinterlegten Programmierung in der Fernbedienung. Entsprechend ist der Joystick dann umfangreich oder nicht. Funktioniert in der Regel mit den meisten Simulatoren. Also einen Joystick unterstützen sie irgendwo alle. So, deswegen habe ich das so eingestellt. Ihr könnt aber auch ganz klar entsprechend euch dieses PPM-Signal oder was auch immer euer Summsignal einstellen, so wie ihr es wollt. Und halt für die Spektrum-Leute käme hier unten dann in diesem weißen Port das Ganze rein. Für die Leute, ich muss mich jetzt gerade mal bücken, ist mir was runtergefallen. Für die Leute, die vielleicht den Reflex XTR2 benutzen, ihr habt so einen blauen Dongle, das weiß ich. Den gibt es, glaube ich, auch in unterschiedlichster Ausführung von dem Hersteller. Dieser blaue Dongle würde dann in dem Fall hier hinten reinkommen. Den habe ich auch eigentlich immer drin stecken. Falls ich den Reflex XTR2 starten will, dann gibt es noch dieses Kabel dabei. Das ist jetzt nicht bei diesem Teil bei gewesen. Dieses Kabel gibt es bei dem Dongle von dem Hersteller und das kommt hier hinten rein. Wird also über diesen Port von dem Dongle hier hinten mit diesem PPM-Out-Port belegt und somit würde dann auch dieser hier funktionieren. Nur in diesem Fall muss man, soviel ich weiß, in den grünen Modus gehen und der grüne Modus bedeutet Simulator-Dongle. Ich muss gerade mal hier runtergucken, weil auswendig weiß ich das nicht. Also der grüne Modus ist dann Simulator-Dongle. Das heißt, wenn man seinen Dongle hier hinten einsteckt, müsste man auf den grünen Mode gehen. Ansonsten gehe ich immer auf den lilanen Mode. Oder für die Leute, die es ganz genau machen wollen, die gehen auf den orangen Mode und können dann entsprechend hier sich das Summsignal heraussuchen, was ihren Empfänger unterstützt. So, dieses Teil habe ich im Übrigen über irgendeinen RC-Shop gekauft oder kann auch sein, dass es über Amazon war. Ich habe nochmal recherchiert, das Teil gibt es bei Amazon für 35, 36 € ist das gute Stück zu haben. Ich habe dieses Teil seit einer geraumen Zeit. Was ist der Unterschied zwischen den SimStick Pro zu diesen RX2 Sim? Ganz einfach, man hat das Ganze erstmal ganz wichtig in ein Gehäuse gepackt, in ein solides, festes Gehäuse. Das andere war so mehr so eine Platine mit Schrumpfschlauch. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit, ich habe eine Spektrum-Satellitenbindung. Das heißt, die Leute von der Spektrum-Seite her haben hier auch eine Möglichkeit. Das war vorher nicht der Fall. Des Weiteren habe ich ein SRXL-Protokoll drin. Ich habe eine Joystick-Emulation. Ich glaube, dass die Joystick-Emulation gab es bei dem anderen auch nicht. S-Bus. Zwei SYS-Emulationen habe ich und ja, wie ich schon erwähnt hatte, ein Gehäuse. Aber das Entscheidende ist auch, hier gibt es Software-Updates drauf. Das heißt, ich habe jetzt erst vorhin ein Software-Update drauf gemacht und das Interessanteste fand ich dabei, dass meine Next Flugsimulator-Simulationssoftware, also mein Flugsimulator Next, mich darauf hingewiesen hat: Ey, dein RX2 SIM ist veraltet, ich kann dir ein neues Software-Update aufspielen. Soll ich machen? Natürlich habe ich das gemacht. Was sich jetzt im Einzelnen geändert hat, habe ich nicht nachgeschaut. Aber wie gesagt, ich habe jetzt Firmware 1.2 installiert und das ist wahrscheinlich auch gut so. Wer weiß, was dadurch verbessert wurde. Müsste ich nachschauen. Kann ich so jetzt nicht sagen. Also, das ist meine technische Lösung. Einen RX2 SIM habe ich mir zugelegt. Wie gesagt, wie immer, unterhalb von dem Videofenster werde ich euch einen Amazon-Link anbieten. Da könnt ihr das Ding relativ einfach und zügig kaufen. Und
euch das Ganze an den Simulator anklemmen. Wie gesagt, ich benutze den Next Simulator momentan. Da habe ich auch mal ein Video drüber gedreht. Ja, genau, da hatte ich ein Video drüber gedreht. Genau. Den benutze ich momentan sehr viel, weil der meiner Ansicht nach am korrektesten einen Hubschrauber-Simulator gibt. Der, ich habe als weiteres noch den, oh, jetzt muss ich gerade mal gucken, welche habe ich denn alle? Ja, Aeroflot RC7. Ich wollte auf RC8 updaten, habe ich aber nicht gemacht. Also Aeroflot RC7 besitze ich momentan, fliege ich auch hin und wieder Fläche mit. Warum fliege ich da keinen Hubschrauber mit? Weil die Hubschrauber-Simulation da grottenschlecht ist. Also zumindest in der RC7-Version, vielleicht haben sie das in der RC8 verbessert, aber in der RC7-Version ist das sowas von plastisch unrealistisch. Nicht von der Optik. Von der Optik ist der RC7 der bessere und der Next hinkt da so ein bisschen hinterher, was die Hintergrundgrafik angeht. Da sollte Next oder der Hersteller von diesem Next Simulator einfach mal ein bisschen nachbessern und neue Hintergründe nachliefern, die eine höhere Auflösung haben. Wie ihr seht, besitze ich einen Dell-Monitor, ich glaube, das ist 49 Zoll, 32 zu 9 Bildverhältnis. Ich habe in der Breite eine Auflösung von 5440 und in der Höhe 1440. Da kommen die meisten Simulatoren so ein bisschen an ihre Grenze. Das Problem ist dann der Hintergrund, der bei einer 1024x768er Auflösung oder 1920x1024, aber so 27 Zoll Monitor. Ist das Ganze noch ganz gut, aber bei dieser Größe merkt man doch schon die einzelnen Pixel an. Nicht am Flugmodell, das ist erste Sahne, aber der Hintergrund ist dann schlecht. Also, next, bitte mal die Hintergründe in einen anderen Level, in eine andere Auflösung bringen. Das hat beispielsweise Aeroflot RC7 schon drauf und ich denke mal, Aeroflot RC8 wird da auch sogar nochmal nachgebessert haben. So, liebe RC-Freunde, das soll es auch schon gewesen sein zu dem RX2 Sim gegenüber dem SimStick 2. Den SimStick 2, wie gesagt, benutze ich nicht mehr. Ich benutze dieses gute Teil. Das bekommt er für 35 € bei Amazon geschossen oder 36 €. Ist auch egal, macht den Kohl nicht fett. Bin sehr zufrieden damit, kann ich nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, ich benutze dieses Teil am Next Simulator, am Aeroflot RC7 und am Reflex XTR2. Die drei Simulatoren habe ich im Anschlag. Und wie gesagt, funktioniert damit. Also, von meiner Seite wünsche ich euch eine fröhliche Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr und allzeit guten Flug und eine noch bessere Landung von meiner Seite, von eurem Borgenflieger. Ciao!